Da lernen Sie zu singen. Ich habe das schon. Und dann hat er die Bombe. Oh. So, da wollen wir uns mal einen schönen Abend machen, live aus Köln-Porz, Wahn. Und so richtig der Wahn ist ja im Moment Europa. Was haben diese Woche alle geschrien? Jean-Claude Juncker, der Sieger der Europawahl, wird vielleicht doch nicht Präsident der EU-Kommission, sondern vielleicht jemand ganz anders, zum Beispiel die IWF-Chefin Christine Lagarde, die gar nicht kandidiert hatte. Das ist Betrug am Wähler, hieß es. Ja gut, das ist ungefähr so, als wenn, sagen wir jetzt mal, Sie als Frau, ne? Sie gehen jetzt zum Standesamt mit dem Mann Ihrer Wahl, sagen wir mal, ne? Und dann sagt der Standesbeamte, ne, Sie kriegen nicht den, sondern anderen, ne? Gut, nach 30 Ehejahren sagt vielleicht manche Frau, hätte er besser mal gesagt, nicht? Aber für uns hier in Köln ist das ja total normal. Da kannst du auch im Brauhaus ein Wasser bestellen. Dann sagt der Köbis, willst du auch Seife und Handtuch dazu? Ne? Und kriegst dann doch ein Kölschchen gestellt. Ne? Und genauso wie im Brauhaus nicht der Gast bestimmt, sondern der Köbis, bestimmt in der EU nicht der Wähler, sondern die Regierungschefs. Und das kann sich ziehen. Vielleicht wird es am Ende sogar Uli Hoeneß. Der hat ja auch gesagt, ich komme wieder. Denn Jean-Claude Juncker will keiner, weil er in der Eurokrise versagt hat und viele Länder in die Pleite getrieben hat. So sehr, dass du neuerdings beim Abheben am Geldautomaten merkst, dass dein Konto richtig leer ist, wenn sich die Sprache automatisch auf Griechisch umstellt. Der holländische Finanzminister Dijsselbloem sagt, Juncker ist ein störrischer Raucher und Trinker. Aber die ganze EU funktioniert ja nur mit Alkohol. Europa, das ist, als wenn man Geneva, Sangria, Ginger Ale, Gammeldansk und Reziner zusammenkippt und hofft, dass dabei Champagner rauskommt. Ich glaube daran. Denn der Einzige, der über jeden Zweifel erhaben ist, das ist der Günther Oettinger. Der braucht keinen Alkohol, um peinlich zu sein. Das kriegt er auch so hin. Ne? Und es gibt noch eins, ne? Was Jean-Claude Juncker von Oettinger unterscheidet. Juncker spricht Deutsch. Ja. Und zwar ein Deutsch, das wir doch alle so lieben, mit diesem charmanten französischen Akzent. Also ich finde, der europäische Kommissionspräsident muss klingen wie ein guter Wein. Kommissionspräsident Barolo, nicht? Oder eine französische Akzent haben. Nicht? Und trotz seines Akzents ist Juncker kein Franzose. Das ist sein Trumpf. Den Franzosen mögen wir ja nicht so, wir Deutschen. Die haben zu viele Sexaffären, wenn sie an der Regierung sind. Nicht nur Sarkozy und Hollande. Nein, die französische Justizministerin Rachida Dati soll während ihrer Amtszeit 7 Affären gleichzeitig gehabt haben. Können Sie sich das bei Peter Altmaier vorstellen? Ja, bei der Wahl des Präsidenten der EU-Kommission geht es ja eh nicht um Inhalte, sondern immer um politische Symbolik. Wer darf bei Merkel auf dem Schoß sitzen und wer darf David Cameron in den Hintern kriechen? Und da wäre der Jean-Claude schon vom Namen her das beste Symbol. Denn während in der DDR Großgrundbesitzer unter der Parole Junkerland in Bauernhand enteignet wurden, ist die Parole im turbokapitalistischen Europa genau umgekehrt. Euroland in Junkerhand. So, und wenn jetzt alles klappt, dann sind wir live verbunden mit unserem alten Freund Tommy von den Tagesthemen. Hallo Tommy! Hallo Jürgen! Es hat geklappt, Mensch! Mensch Tommy, was ist denn mit eurem neuen Studio passiert? Das war doch so groß vorher. Ja, das haben wir wieder verkleinert. Und zwar, nachdem sich in der vorigen Woche Linda Zervelakis von ihrem Moderationsplatz entfernt hat. Und was ist passiert? Seitdem wird sie vermisst. Hauptsache, du bist da und kannst uns sagen, was ihr heute in den Tagesthemen alles vorhabt. Nun, zunächst schauen wir noch einmal in die JVA Landsberg, wo Anfang der Woche Uli Hoeneß seinen neuen Erstwohnsitz bezogen hat.
Begleitet wurde er dabei von seinen besten Amigos, die ihm beim seinen letzten großen Bahnhof bereiteten und sich mit dem Lied Junge, komm bald wieder für die nächsten 8 Monate von ihm verabschiedeten. Aber jetzt mal unter uns, Tommy, wen interessiert das? Da gibt es doch wirklich wichtigere Themen. Das ist richtig, zum Beispiel den Zustand der Europäischen Union nach dem Abschneiden der zum Teil doch recht radikalen Parteien in einigen Ländern Europas. Da sind Figuren aufgetaucht, denen möchte man eigentlich in Brüssel nachts nicht auf der Straße begegnen und schon gar nicht tagsüber im Parlament. Zum Beispiel die Tochter vom alten Le Pen, die ihrem rassistischen Vater in den letzten Jahren nicht nur inhaltlich immer ähnlicher geworden ist. Oder der völlig unberechenbare Nigel Farage aus England, der sich in der Öffentlichkeit gerne als trinkfester Haudegen inszeniert und ab einem bestimmten Pegel auch nicht vor ziemlich radikalen Formen der Auseinandersetzung mit dem politischen Gegner zurückschreckt. Und wenn dann noch in Italien ein krakeelender Clown als Springteufel aus den Urnen hüpft, dann kann einem doch Angst und Bange werden um die Zukunft Europas. Ja, das kann man wohl sagen. Ne? Also, gegen diese rassistischen Radaubrüder und ultranationalen Krawallschwestern sind ihre bundesdeutschen Geschwister im populistischen Geiste von der AfD doch eher harmlose Zwischentonpfeifen. Man weiß es nicht. Nehmen wir den Bernd, das Spitzenmännlein der AfD, das sich als tolldreister Lucky Lucke auf ein ziemlich hohes Ross geschwungen hat, um die berüchtigte Euro-Vierer-Bande zu stellen und sie zum finalen Showdown zu zwingen. Ist dieser Bernd Lucke eine echte Gefahr oder doch nur eine Hintertreppen-Witzfigur aus einem völlig überflüssigen Kapitel der europäischen Geschichte? Aber selbst wenn das Erscheinungsbild der AfD im Wahlkampf doch im Großen und Ganzen eher auf politische Unzurechnungsfähigkeit schließen ließ, so sollten wir doch eins nie vergessen. Hinter jeder noch so leeren Fassade steckt eventuell ein verdammt kluger Kopf. Übrigens haben wir heute Abend beide den Bernd und den Hans Olaf als Interviewpartner in den Tagesthemen. Wäre es da vielleicht möglich, den Herrn vorab ein paar Fragen zu stellen? Nun, kein Problem. Na dann, guten Abend, Herr Lucke. Guten Tag, Onkel Becker. Herr Lucke, sagen Sie mal, wie sind Sie eigentlich zur Alternative für Deutschland gekommen? Meine Mama hat gesagt, Mensch, Bernilein, du bist so ein schlauer Junge. Du bist echt auf den Kopf gefallen. So einer wie du sollte raus in die Welt. Hier hast du eine D-Mark, das ist ein Vermögen. Damit gehst du jetzt ins Kino, kaufst dir eine doppelte Portion Popcorn und ein Rieseneis. Und den Rest bringst du der Mutti wieder mit nach Hause. Den legen wir für unsere Rente weg. Na, das war aber großzügig von Ihrer Mutti. Ja, aber dann kamen die bösen Nachbarskinder und haben mir meine D-Mark einfach weggenommen. Verstehe, und da war Ihre Mutti natürlich böse. Ja, da war die Mutti böse und ich musste 3 Tage am Küchentisch sitzen und 1000 Mal den Satz schreiben, ich darf mir meine D-Mark nicht wegnehmen lassen. Ja, das sind so prägende Erlebnisse in der Kindheit. Aber jetzt ist ja doch noch etwas aus Ihnen geworden. Stimmt, die Mutti ist total stolz auf mich. Sie hat mir schon den Koffer für Brüssel gepackt und gesagt, ich solle ja nicht ohne ihre D-Mark zurückkommen. Ja, aber wie wollen Sie das denn anstellen? Weiß ich auch nicht so genau, aber zum Glück, sagt Mutti, habe ich ja den Onkel Olaf, der weiß alles. Ja, dann wollen wir den Onkel Olaf doch mal fragen. Da wären Sie nicht der Erste, Herr Becker. Ich war damals schon bei Christiansen, bei Friedmann, bei Illner, bei Beckmann, bei Böttinger, bei Kerner und bei Jauch war ich auch. Ich war einer der ersten Menschen bei Maischberger und einer der letzten Gäste auf dem Riverboot. Es gibt in diesem Land keinen Talkshow-Sessel, auf dem ich nicht geplatzt wäre. Und was habe ich davon gehabt? Ja, es hat Sie irgendwann keiner mehr eingeladen. Genau, erst hat man mich nicht ausreden lassen, ist mir ins Wort gefallen und hat mich permanent unterbrochen. Und als ich dann endlich das sagen wollte, was alle sagen würden, wenn sie sagen könnten, was sie sagen müssten, dann hat mich plötzlich keiner mehr gefragt. Dann frage ich Sie jetzt ganz konkret, wie wollen Sie denn den Euro abschaffen? Nun, Herr Becker, das würde ich Ihnen sehr gerne sagen, aber dazu müssten Sie mich erst einmal ausreden lassen. Ach nee, das können Sie ja hinterher bei den Tagesthemen. Apropos Tommy, eine letzte Frage. Wer wird denn jetzt Kommissionspräsident? Hat Frau Merkel sich endgültig für Jean-Claude Juncker entschieden? Das hat sie zumindest auf dem Katholikentag in Regensburg gesagt. Aber erstens ist Frau Merkel evangelisch und zweitens hält sich das Gerücht, dass sie nach wie vor einen persönlichen Favoriten hat, den sie vor der Öffentlichkeit allerdings noch geheim hält und erst nach einer für Deutschland erfolgreichen Fußball-WM präsentieren will. In diesem Sinne, Brasilien, wir kommen. Ole, 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 ole. Danke, Tommy, für die Tagesthemen.
Meine Damen und Herren, vielleicht kennen Sie diese Autobahnausfahrt, ne, im Ruhrgebiet, nicht wahr? Wie würde man das aussprechen als eloquenter Weltbürger? Ne? Natürlich Herne Cranch. Das ist aber falsch. Das würde an der Ruhr so geschrieben, nicht wahr? Es heißt nämlich Herne Krange und nicht Cranch. Und genauso ist es bei unserem Generalbundesanwalt. Der heißt Harald Range, nicht Range, wie der Amerikaner oft sagt. Und ausgerechnet der ermittelt jetzt doch in der Abhöraffäre um den amerikanischen Geheimdienst NSA. Obwohl der Harald Range nach eigenem Bekunden dazu zuerst überhaupt keine Lust hatte. Er wollte partout nicht ermitteln. Das sind die Ermittlungen gegen Unbekannt. Und die machen einfach unheimlich viel Arbeit. Der Harald Range ist zwar Staatsanwalt, also quasi ein Jäger gegen das Unrecht. Aber er ist auch Beamter. Und der Beamte ist ein Jäger, dem jeden ersten des Monats ein Hirsch ins Büro kommt, der dann von selber tot umfällt. Und im Dezember 2... Ne? Aber jetzt hat die Opposition so viel Tamtam gemacht, da ist sogar der Beamte Range von aufgewacht und erwägt nun sogar zu arbeiten, also zu ermitteln. Allerdings will er es nicht übertreiben. Es liegen zwar 2000 Strafanzeigen vor, was bei 80 Millionen potenziell abgehörter Bürger noch gar nicht so viel ist. Aber der Beamte Range ermittelt nur in einem einzigen Fall. Das abgehörte Handy der Angela Merkel. Mehr kann der Steuerzahler nicht verlangen. Es ist ja nur ein Anfangsverdacht gegen Unbekannt. Und sollte da was rauskommen, dann könnte man vielleicht auch... Aber das ist ja gerade das Charakteristische an Geheimdiensten, dass die unbekannt bleiben wollen. Deswegen sind sie ja Geheimdienste. Und deswegen sind die Amerikaner auch jetzt so sauer, dass da jetzt plötzlich öffentlich Recht gesprochen werden soll. Dafür hätte man doch diplomatische Kanäle. So die Amerikaner. Kanäle kennen sie, da wohnen die Ratten. Und die schrecken vor nicht zurück. Wir haben einen Fachmann fürs Abhören hier, der Gesangslehrer Heinrich von Horschen. Dahinter steckt nicht der Geheimdienst, sondern das geniale brandneue Programm von Helmut Schleich. Ehrlich, herzlich willkommen. Verzeihen Sie, wenn ich hier einhake, aber wenn hier von Spionage gesprochen wird, nicht wahr, dazu kann ich doch nicht länger schweigen. Nicht wahr? Es ist eine ungeheuerliche Frechheit, nicht wahr, was uns da mit den Amerikanern, nicht mit den NSA, nicht wahr, was da jetzt rausgekommen ist. Nicht? Ich meine gar nicht, dass sie uns die abhören. Nicht, dass die da in Berlin in ihrer Botschaft unterm Dach sitzen, nicht mehr hinter die Computer nicht, und die Antennen und uns abhören. Nicht, das hat schon immer gegeben. Nicht, zu allen Zeiten wurden Menschen abgehört. Nicht, und da meine ich jetzt nicht Vokabeln. Nicht, das, nicht, aber der Unterschied ist natürlich, dass sie mit ganz anderen Techniken heute arbeiten. Nicht? Früher waren ja die Spionagetechniken gar nicht so ausgereift. Ich weiß das ja noch, nicht wahr? Zu Mata Haris Zeiten. Nicht damals, nicht, da haben sie ja noch nicht mal, wenn sie ein Telefonat abhören wollten, hatten sie ja noch nicht mal Tonbandgeräte gehabt, nicht wahr? Da waren damals die Spione ja gezwungen mit Wachswalzen, nicht wahr, zu arbeiten. Nicht, die mussten die Telefongespräche auf Wachswalzen aufzeichnen, nicht wahr? Nicht, das war natürlich in den Sommermonaten äußerst schwierig mit der Spionage, nicht? Da konnte es den Spionen passieren, dass die Wachswalzen während des Abhörens zwischen den Fingern wegschmolzen, nicht? Da waren die Daten verloren, nicht wahr? Für immer, nicht? Deswegen ging ja damals die Spionagesaison auch nur von September bis April, nicht wahr? In Monaten ohne R war Spionage damals gar nicht möglich. Nicht? Das ist heute nur noch von den Muscheln überliefert, nicht wahr? Nicht? Wurden ja früher auch viel mit Muscheln abgehört, nicht wahr? Die Hörmuscheln, das hat man dann gelassen, weil es so gerauscht hat, nicht wahr? Nicht? Aber das wollte ich gar nicht sagen, nicht? Aber die Techniken heute sind ja weitaus ausgereifter, nicht? Heute braucht man ja keine Watzwalzen mehr, heute hat man ja die Mikrokicks, Pizzits, Mikrozips, nicht? Da kriegen sie auf ein Mikrochips alles drauf, was auf der ganzen Welt den lieben langen Tag gesprochen wird. Nicht wahr? Das hat natürlich für manche auch Vorteile. Nicht? Wenn Sie beispielsweise den Seehofer in Bayern, nicht wahr? Der sagt er einen Tag so, einen Tag so. Nicht? Da kann er wenigstens mal beim NSA nachfragen. Guck mal auf den Mikrochips, was ich gestern gesagt habe. Nicht? Der hat auch Vorteile. Nicht wahr? Aber das wollte ich, das meine ich gar nicht. Nicht? Aber dass der Obama jetzt, nicht, dass der gesagt hat, jetzt
weiß nicht, ob Sie mitbekommen haben, vor 14 Tagen hat er gesagt, ja, hat er gesagt, wir sollen uns mal nicht so haben, nicht wahr? Der gewöhnliche Deutsche wäre nicht das Ziel der Überwachung. Ich meine, das ist im Grunde genommen eine Unverschämtheit, der Satz. Nicht? Der gewöhnliche Deutsche, das grenzt ja fast an Beleidigung. Nicht? Da muss man ja erst mal klären, was der Amerikaner unter einem gewöhnlichen Deutschen überhaupt versteht. Nicht? Das ist doch für den Amerikaner einer, der mit Seppelhut und Lederhose, nicht wahr, in Nazi-Stiefeln Sauerkraut stampft. Nicht? Das ist doch ungefähr das Bild, nicht wahr? Und der ist nicht das Ziel der Überwachung. Natürlich nicht, weil der Amerikaner sagt, das ist ja nicht NSA, das ist NSU. Nicht wahr? Verstehen Sie? Und man muss ja auch mal sagen, von wegen gewöhnlicher Deutsche. Ich muss mal auch mal, gibt es überhaupt, nicht wahr? Muss man mal sagen, gibt es überhaupt eine gewöhnlichere Deutsche, nicht wahr? Als diese Merkel. Wenn die da im Urlaub mit ihrem Sauer und der DDR-Verwandtschaft in Italien da am Strand rumhängt, nicht wie so eine schaumgeborene Euro-Aphrodite, nicht mit ihrer Föhnfrisur, nicht wie so ein Schutzhelm. Nicht? Das ist wahrscheinlich gar nicht Spießigkeit, die Frisur, das ist wahrscheinlich Tarnung. Nicht? Das ist wahrscheinlich Spionageabwehr gegen die Strahlen der Amerikaner. Nicht? Und von wegen nicht das Ziel, muss man auch mal sagen, nicht das Ziel der Überwachung, das heißt ja bei den Amerikanern gar nichts. Nicht? Das sehen Sie ja bei den Drohnen. Da ist ja das Ziel oft das Einzige, was die Amerikaner nicht treffen. Nicht? Da ist ringsrum alles kaputt, nur das Ziel bleibt heile. Da wäre es ja viel besser, wenn wir das Ziel der Überwachung wären. Nicht? Da wären wir viel besser geschützt. Nein, das ist einfach nur, ein lächerlicher Satz. Wir sind nicht das Ziel der Überwachung. Natürlich werden wir abgehört nach Strich und Faden. Nicht? Uns wäre es nur ohne den Snowden, nicht wahr? Ohne den Snowden wäre es uns nicht aufgefallen. Nicht? Weil die Techniken so ausgefutzt sind. Nicht wahr? Das war früher ja nicht, nicht? Bei den alten Ägyptern beispielsweise. Nicht? Die hatten ja noch keine Mikrochips. Nicht? Wenn die den Pharao abhören wollten, dann mussten die alles immer gleich in Hieroglyphen meißeln. Nicht? Das war natürlich hochkompliziert. Stell dir mal vor, nicht? Da sagt der Tutanchamun, nicht? Sagt er ja die Kleopatra, nicht wahr? Die hat da ganz schön Holz vor der Hütte, sagt er, nur mal angenommen, nicht? Ja, dann muss der Sklave erstmal einen Wald meißeln, nicht, für das Holz, nicht? Dann meißelt er eine Hütte davor, dann merkt er immer mehr, das Holz ist ja vor der Hütte, dann muss er den Wald wieder wegmeißeln, muss er vor der Hütte hinmeißeln, nicht wahr? Nicht? Und das war ja natürlich sehr laut, nicht? Wie wollen Sie denn leise meißeln, verstehen Sie? Nicht? Das ist irgendwann natürlich auch dem dümmsten Pharao aufgefallen, dass er abgehört wird, nicht wahr? Das war damals im Grunde genommen, war das noch gar nicht Spionage damals, das war im Grunde genommen Protokoll, war das, nicht wahr? Wollte ich nur mal kurz angemerkt haben. Herr Rundschleich! Die Spionage ist aus dem Protokoll entstanden, so sieht es Helmut Schleich. Und nicht erst seit der Geheimdienstaffäre träumen ja viele davon, dass wir mal so stark werden wie Amerika, die Vereinigten Staaten von Europa. Doch wir sind so unterschiedlich. Der Norden, das ist ja so für viele das Vorbild. Der Süden hingegen gilt eher so als rückständig, der Osten war immer das Reich des Bösen und im Westen sind die Länder mit dem höchsten Anspruch. Ich sage, von Nordrhein-Westfalen lernen heißt siegen lernen. Wir haben ja hier bei uns in NRW den Braunkohletagebau. Da werden ganze Ortschaften und Regionen weggebaggert und woanders wieder aufgehäuft. Vielleicht müsste man das auch mit Europa machen. Denn die Länder in Europa sind alle super, wirklich großartige Länder. Die liegen nur zum Teil falsch. Nehmen wir mal zum Beispiel Griechenland und Zypern. Die bestehen ja fast nur aus Inseln. Und die Inseln sind das Problem in Europa. Griechenland hat Riesenprobleme, Zypern, Irland ebenso, nicht wahr? Die einzige Insel, die sich aus der Finanzkrise gut gerettet hat, ist Island. Die kennen das Rezept. Deshalb würde ich jetzt einfach mal Griechenland, Zypern und Irland mit Island verbinden, dann lernen die voneinander. Dazu hat noch Portugal Riesenprobleme. Ne? Die Portugiesen sind ja bekannt dafür, dass sie sehr schwermütig sind, genau wie die Finnen. Den Finnen geht es aber wirtschaftlich super. Also sollte man vielleicht Portugal abtragen und mit Finnland verbinden. Holland wird ja demnächst vom Meer verschluckt. Nicht wahr? Das liegt zu niedrig. Ja, wirklich wahr.
das würde ich komplett nach Mecklenburg-Vorpommern legen. Das ist landschaftlich sehr ähnlich, sind auch evangelisch, das passt wunderbar. Nur in Mecklenburg-Vorpommern, da wohnt keiner, da fehlen Menschen. Die Holländer könnten das ausgleichen. Italien wiederum, die haben das Problem, dass sie kein vernünftiges Staatsbewusstsein haben. Keiner zahlt Steuern, es gibt keine vernünftige Regierung. Die sollte man übergangsweise einfach mit einem vernünftigen Land wie Norwegen zusammenlegen. Dann wird das schon klappen. Der Platz von Italien ist ja dann frei, nicht wahr? Und wer kommt da hin? Na wir, ne? Wir wollen da eh am liebsten nach Italien, wir wollen in die Sonne, am Mare, wir Deutsche lieben die Italiener, unser Platz liegt da unten. Und unseren Platz kriegt dann der Spanier, nicht? Viele Spanier kommen sowieso zu uns und jetzt ist ja der Juan Carlos zurückgetreten, ne? Ja, dann haben die ja Holland als Nachbarn, jetzt auf der anderen Seite. Die können sich da mal angucken, wie Monarchie geht, nicht wahr? Die Maxima, die Königin Maxima, erschießt keine Elefanten, die ist der Elefant. Und zwar ein sehr schöner, ja. Und Frankreich tauscht am besten mit Polen. Ja, wir haben ja gesehen durch Gérard Depardieu, nicht wahr, was da passiert, nicht wahr? Die reichen Franzosen finden in Russland Asyl vor der kommunistischen Regierung in Frankreich. Und da sind die Wege nicht mehr so weit, nicht? Und schließlich gehen wir noch England ab. Also die Engländer, die wollen mit Europa ja nicht so richtig. Sollen die doch nach Amerika gehen, ne? Die sind da eh verwandt, nicht wahr? Und den Platz von England kriegt dann die Schweiz. Die wird dann Gefängnisinsel für Steuerhinterzieher. Was hier eigentlich jetzt schon ist. Aber ich habe noch einen Trumpf in der Hand. Österreich. Mit diesen Bergen legen wir an die Nordseeküste. Das schützt uns vor Hochwasser. Und so schwappt das Wasser nicht nach Europa rein. Nicht wahr? Also ich denke, so könnte Europa wesentlich besser funktionieren. Und wenn alle mal umziehen. Denn mit der Politik ist es ja wie im Leben. Man lernt dazu, wenn man mal die Position wechselt. Wir haben zum Beispiel einen Kollegen gesucht, der mal den Linksextremismus thematisiert. Das war nicht einfach, aber wir haben es tatsächlich geschafft. Hier ist der großartige Frank Markus Barwasser alias Erwin Pelzig. Herzlich willkommen. Ja. Danke. Meine Damen und Herren, das Bundesinnenministerium hat vor kurzem beunruhigende Zahlen veröffentlicht, sehr beunruhigende Zahlen. Im vergangenen Jahr ist die Zahl linksextremistischer Straftaten in Deutschland um 40% angestiegen. 40% mehr Linksextremismus. Um Gottes Willen, habe ich gedacht, da wird ja der Prozess gegen die NSU geradezu eine, ja, Betty Desse, sagen wir da, wo ich herkomme, ja. Aber ich habe ihn ja selbst erlebt, den Linksextremismus. Ich kenne das Problem ja aus eigener Anschauung. Ich war vor einiger Zeit mal in Berlin und dann gehe ich am Abend so in Kreuzberg spazieren. Plötzlich kommt so ein junger Mensch daher und sagt zu mir, ey, Alter, hast du mal Feuer? Ich gebe ihm mein Feuerzeug und denke mir nichts. Und plötzlich geht direkt neben mir so ein wunderschöner Porsche Cayenne in Flammen auf. Ja. Er drückt mir das Feuerzeug in die Hand und rennt weg. Und dann habe ich erst gemerkt, dass er mit meinem Feuerzeug die Grillanzünder unter dem Porsche. Und dann stand ich da mit meinem Feuerzeug. Und dann kamen 8 Polizisten daher und haben mich eingekesselt. Das erklärt dann mal, ja. Aber ist das nicht deprimierend? Ich finde es deprimierend. Da ist so ein junger Mensch und er hat ein Ziel. Er will eine neue Weltordnung und glaubt irrtümlich, er bekommt sie durchs Auto anzünden. Gut, Schwamm drüber. Und dann zieht er in die Revolution und dann vergisst er die Streichhölzer. Ja, tut mir leid, ich kann das nicht ernst nehmen. Trotzdem, 40% mehr linksextremistische Straftäter. Ich habe dann mal versucht, diese Zahl nur in Porsche Cayenne hochzurechnen. Ja. Bin zu keinem Ergebnis gekommen. Beruhigt hat mich dann allerdings die Ursache für diesen Anstieg. Der größte Teil dieses Anstiegs linksextremer Straftaten waren, aufgemerkt, Verstöße gegen das Versammlungsgesetz. Also Sitzblockaden zum Beispiel, und zwar Sitzblockaden von Leuten, die sich den Nazi-Aufmärschen in den Weg gestellt haben. Das heißt also, es gab viel mehr Menschen, die bereit waren, gegen Nazi-Aufmärsche zu protestieren und das blockiert haben. Und die haben sich in den Weg gestellt und die wurden dadurch zu Linksextremisten. Also indem sich Menschen gegen Nazis wehren, haben wir für das Innenministerium kein Problem mit Nazis, sondern mit Linksextremisten. Man könnte sich vor Vergnügen in die Hose schieben, ja. Aber wegen sowas wird ja öfters mal die Frage gestellt, ja, auch wenn man sieht, was beim NSU-Prozess alles rauskommt, wird die Frage gestellt, ist unser Staat auf dem rechten Auge blind? Ja, aber schon die Frage ist eine Frechheit.
gegenüber allen Blinden. Ja, weil, Hansi, wissen Sie, ein Blinder sieht auf seine Weise nämlich sehr viel, auch wenn er nichts sieht. Der Staat hingegen sieht oft auch dann nichts, wenn er was sieht. Und das nennt man nicht Blindheit, sondern Blödheit, ja? Und zwar totale Blödheit. Aber bitte, von der Blödheit leben ja ganze Branchen, ja? Durch die Blödheit haben ja auch diese Populisten bei der Europawahl so profitiert. Wobei, aufgemerkt, Populist ist nicht gleich Populist, muss man unterscheiden. Es gibt zum Beispiel Vollzeitpopulisten. Die ziehen durchs Land mit Sprüchen wie, wir sind nicht das Weltsozialamt. Von wem stammt's? Ha? Von der AfD, genau. Die AfD, die Partei der älteren Herren in teuren Windjacken. Wir sind nicht das Weltsozialamt. Und gegen wen geht es? Gegen wen? Gegen diese Schnorrer, die auf unsere Kosten Flachbildschirme gesindel. Ja, gesindel. Vollzeitpopulisten. Dann gibt es Teilzeitpopulisten. Die haben dann so Sprüche drauf wie, wer betrügt, fliegt. Von wem ist es? Genau, von der CSU. Und gegen wen geht es? Gegen die Schnorrer, die Flachbildschirme auf unsere Gesindel, ja? Gesindel. Obwohl auch die CSU weiß, dass wir Zuwanderer brauchen, dass wir ja angewiesen sind auf Menschen, die sich bei uns und von uns ökonomisch verwerten lassen und dass auch Bayern von der Zuwanderung profitiert, das weiß doch die CSU. Die CSU ist doch nicht blöd. Die CSU ist doch keine rassistische Partei. Also jedenfalls nicht rassistischer als andere. Vielleicht ist sie nur schamloser, ja? Und schamlos war die Kampagne der CSU. Und da habe ich mich schon gefragt, warum es denen nicht noch nachträglich jede Oblate einzeln nach oben wirkt, die ihnen ihr bayerischer Papst jemals in den Rachen geschoben hat. Ja? Aber gut, da sind die Teilzeitpopulisten. Vollzeit? Ja, bitte, mir wurscht. Ja. Und aber das nächste Mal gleich ein wenig entschlossener, ja? Also, wir haben Teilzeitpopulisten, wir haben Vollzeitpopulisten und dann gibt es noch die pragmatischen Gelegenheitspopulisten und die haben dann so Sprüche drauf wie, Europa ist keine Sozialunion. Von wem stammt es? Von der Kanzlerin. Und wen meint sie? Die Flachbildschirme auf unsere Kosten. Sie sagt das Gleiche, nur halt eleganter, ja? Europa ist keine Sozialunion. Mit dieser Ehrlichkeit wollte sie die Menschen beruhigen. Dabei ist diese Ehrlichkeit direkt beunruhigend. Denn wäre Europa eine Sozialunion oder wollte es eine sein, ja, dann hätten wir jetzt vielleicht weniger Extremisten im EU-Parlament und dann wird uns das Schicksal von 25% arbeitslosen Jugendlichen auch nicht so wurscht sein. Ja. Aber jetzt wissen wir ja, worum es der Frau Merkel geht. Das betont sie ja auch immer mit diesem einen großen Satz, der ihr wochentags zur Verfügung steht. Sie wissen welcher? Scheitert der Euro, dann scheitert Europa. Ein Satz, der einem Angst macht, oder? Weil man überhaupt nicht weiß, was er bedeutet. Sie erklärt ja auch nichts. Was heißt es, scheitert der Euro, dann scheitert Europa? Wer ist denn Europa? Nur die Länder, wo es den Euro gibt oder alle anderen auch? Und wenn Europa scheitert, ja, was ist dann? Gibt es dann wieder Krieg? Marschieren wir dann vielleicht vor Putin in Polen ein? Scheitert der Euro, dann scheitert Europa. Ein Satz, der für mich nach langem Nachdenken in seiner nebulösen Sinnhaftigkeit auf einer Ebene steht mit Sätzen wie nette Menschen trinken Kümmerling, ja? Oh. Oh. Erwin Pelzig. Oh. Ja. Aber der Euro scheitert nicht, es tut sich was. Damit Europa nicht scheitert, hat die Europäische Zentralbank soeben die Lebensversicherungen entwertet. Durch einen Rekordniedrigzins von 0,0000015. Das können Sie ja gar nicht mehr messen. Da können Sie Lebensversicherung als Altersversorgung jetzt völlig vergessen. Viele lösen sie auf. Also die Europäer haben jetzt gar keine andere Wahl. Sie müssen arbeiten, bis sie tot umfallen. Und das stärkt die Wirtschaft und ist so gut für Europa. Vor allem brauchen die Europäer auch gar keine Lebensversicherung mehr, weil wir quasi keine Inflation mehr haben. Die Inflation ist fast weg. Sie können jetzt das Ersparte, sagen wir mal 30.000 Euro, einfach unter das Kopfkissen legen. Dann ist das hinterher noch genauso viel wert. Also das Kopfkissen. Es gibt jetzt sogar den Negativzins, das ist das Ende des Kapitalismus. Das Kapital vermehrt sich nicht mehr von selbst, sondern es liegt tot im Bett. Also wenn das Karl Marx noch erlebt hätte. Nur beim Fußball bleibt alles beim Alten. Überschätzte Paare der Weltgeschichte.
Mensch, Kedira, beweg den Hintern, sonst entziehe ich dir die deutsche Staatsbürgerschaft. Und Klose, du musst schneller in den Strafraum rennen. Ja, ich weiß, das ist schwer mit dem Rollator. Herrgott, Angela, sag mal, Angela, was machst du denn da? Ich hab das Training übernommen, du Nulpe. Wir wollen schließlich Weltmeister werden. Das ist jetzt Chefsache. Platzwart, mach da hinten mal den Rasensprenger auf. Angela, das Training ist mein Job. Und da hinten ist nicht der Rasensprenger. Das ist der Kevin Großkreuz. Ach, ja? Klose! Klose! Mensch, Klose, schneller! So klappt das nie mit dem Endspiel. Na, Angela, lass den Klose, der ist im Endspiel eh nicht dabei. Warum? Der steigt vorher aus, der macht Rente mit 63. Hm. Außerdem ist hier in Brasilien kein Platz mehr im Mannschaftshotel. Ach doch, ich habe hier noch einen schönen Schlafplatz gefunden. Ich habe auch meinen schönsten Schlafanzug dabei. Den mit den Blümchen. Warum? Na, der Özil soll doch mal was Nettes sehen, wenn er morgens wach wird. Ja. Aber wir brauchen keine Hilfe. Wir sind hier genug Leute. Wir haben einen Stab von 30 Betreuern, die alles machen, was unsere Nationalspieler wo brauchen. Hm. Dabei ist ein Arzt und auch ein Masseur. Ja, und was sind die anderen 28? Friseure. Hm. Ah, und außerdem... Außerdem müssen wir uns hier in Brasilien erst mal einleben. Deutschland und Brasilien, das sind zwei Welten und neue Eindrücke. Runtergekommene Städte, kaputte Straßen, Baustellen, die nicht fertig werden. Und auf der anderen Seite Brasilien. Und wir müssen... Ja. Und wir müssen Kontakt mit der Bevölkerung aufbauen. Ach, ihr wollt trainieren? Polly, du sollst spielen und dich nicht mit diesem brasilianischen Kind da unterhalten. Na, Angela, das ist kein Kind. Das ist der Philipp Lahm. Hm. Na. Und die beiden sprechen meine Taktik durch. Was denn für eine Taktik? Ja, ich will, dass alle immer genau ihre Position einhalten, ne, damit wir Erfolg haben. Ach, Blödsinn. Ich habe seit Jahren überhaupt keine Position. Und damit Riesenerfolg. Also. Wir müssen nur. Die müssen nur rennen, ja? Die Nutella-Boys sind einfach alle zu verwöhnt. Wenn die gegen Holland oder Italien verlieren, macht denen doch hinterher noch ein Sternekochen Abendessen. Na und? Ja, früher hatte Deutschland Leute wie Jürgen Kohler oder Horst Rubesch. Bei denen waren die Holländer und die Italiener das Abendessen. Steht zu denen. Müssen einfach mehr kämpfen, treten, beißen. Ja, aber dann kommt der Schiedsrichter und pfeift dich ab. Hallo? Hast du jetzt Angst vor einer Pfeife, du Lusche? Ich habe in meinem Kabinett 16 Pfeifen. Mach trotzdem, was ich will. Ich bin... Ich bin Exportweltmeister und jetzt will ich Fußballweltmeister werden. Ja, aber Angela, wir tun ja alles, um den Titel zu holen. Und wenn wir es nicht schaffen, dann können wir das nach der Rückkehr nach Deutschland in einem Gespräch analysieren. Vergiss es, das wird es dann nicht geben. Was, das Gespräch? Nee, eine Rückkehr nach Deutschland. Und deshalb... Geht es. Und deshalb trainiere ich jetzt. Und deshalb trainiere ich jetzt und hole meine Leute. Der Seehofer kommt auf den Platz, der holt jeden auf der rechten Seite. Dann habe ich noch den Entwicklungshilfeminister, den Gerd Müller. Da netzen sich die Gegner schon beim Namen ein. Und in die Abwehr stelle ich die Andrea Nahles. Wenn die anfängt zu singen, dann gibt der Gegner freiwillig auf. Und von mir als Trainer hältst du gar nichts. Lass mich so sagen. Du bist für mich der zweite Karl Theodor zu Gutenberg. Also das heißt, ich bin dein Hoffnungsträger? Nee,
Was eine Scheißfrisur und keinen Titel. Und jetzt haut rein, Leute! Haut rein! Überschätzte Paare der Weltgeschichte. Uwe Lykow als Jogi Löw und Wilfried Schmidtler als Angela Merkel. Übrigens, mit Angela Merkels Arbeit sind laut ARD-Deutschland-Trend von dieser Woche 66% der Deutschen zufrieden. Getoppt wird das nur noch von einem. 70% sind zufrieden mit Frank-Walter Steinmeier. Er ist der momentane Star, auch im Internet. 2,7 Millionen Klicks bei YouTube für den Außenminister, weil er bei einer Rede vor Demonstranten mal so richtig wütend geworden ist. Das erinnert uns wahrscheinlich unterbewusst an selige Politiker wie Franz Josef Strauß oder Herbert Wehner, die damals noch jederzeit aus der Haut fahren konnten, als bei einer namentlichen Abstimmung im Bundestag zum Beispiel ein Abgeordneter, dessen Nachname mit Z begann, sich darüber beschwerte, dass er immer als Letzter dran käme bei der Abstimmung. Man könnte auch mal von hinten anfangen. Da rief Herbert Wehner wütend, ja, lass dich doch umtaufen in Arschloch. Ja. Sowas geht jetzt nicht mehr. Dafür macht die Sprache heute andere Probleme, wie unser nächster Gast weiß. Er ist 270 Meter Luftlinie von hier aufgewachsen in Köln-Porz-Elsdorf. Das ist auch ein Schicksal. Und nun zum ersten Mal bei uns in Mitternachtsspitzen. Ich freue mich auf Martin Zingsheim. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank. Hallo zusammen. Ich freue mich wirklich, also es ist wirklich schön, mal wieder im guten alten Porz zu sein. Es ist ein toller Stadtteil, oder? Also auch sprachlich. Ich habe vorhin noch einen Typen beobachtet, wie er eine Frau ansprechen wollte. Und er sagt, ey Perle, sagt sie, ey Muschel, Klappe zu. Also man muss auch aufpassen. Was gibt's Neues bei mir? Ich bin seit März bin ich Veganer und okay, die Stimmung ist im Eimer. Veganer haben immer so ein bisschen Langweilerruf, ne? Als es kämen die immer in eine Bäckerei rein, würden gefragt, hallo, kann ich Ihnen helfen? Wahrscheinlich nicht, aber vegan leben, das macht sau viel Spaß. Ich bin mittlerweile tierisch vegan drauf, selbst meine alten Lederschuhe habe ich eine ganze Weile lang schon nicht mehr angeknabbert. Und ich habe das Gefühl, Veganismus ist so ein bisschen das AIDS der Ernährung, denn du wirst als Veganer, also wenn du jetzt plötzlich Veganismus hast, immer ein bisschen komisch angeschaut und zwar mit so einer Mischung aus, du, das tut mir total, bist du irgendwie auch selber schuld. Aber wenn sie sich mal anschauen würden, wie zum Beispiel Schweine auf dem Weg zum Schlachthof behandelt werden, ne? Stichwort Prügelfleisch, die gehen da ja leider nicht freiwillig hin, dann kämen sie vielleicht auch auf den Trichter zu sagen, Mensch, beziehungsweise Tier, so geht's nicht weiter, die armen Schweinchen, ich bestelle heute mal wirklich ganz bewusst was vom Rind. Ne? Gut, zum Glück gibt es ja dieses Gütesiegel. Auf vielen Fleischprodukten, das Gütesiegel belegt, dass bei der Fleischproduktion, also bei der Tötung von Tieren, der Tierschutz beachtet wurde. Fand ich interessant. Also wahrscheinlich gibt es bei der CIA auch Folterwerkzeuge, die nachweisbar klimafreundlich sind. So ein, ja weiß nicht, so ein CO2-neutrales Waterboarding. Ja? Und selbst Elektroschocks könnte man doch mit Ökostrom machen. Hm? Sigma. Gut, Viele Leute fragen natürlich auch, wie man überhaupt überleben kann, so ganz ohne Tiere dafür zu verwenden, auch in der Sprache. Ich meine, ich will Ihnen da kein Floh ins Ohr setzen, obwohl ich schon glaube, dass man da zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen könnte. Man könnte ja mal vegane Worte benutzen, ja? Da kauft man natürlich die Katze im Sack, das irgendwie auch von der Bedeutung her nicht Fisch, nicht Fleisch, aber Entschuldigung, man muss die Kuh ja nicht vom Eis holen, bevor der Ochs vom Berg da steht. Sie merken ja auch, dass ich abgehe wie Schmidts Katze, bis mein Schwein pfeift und der Fisch am Ende vom Kopf her stinkt und das sage ich wirklich nur in Gänsefüßchen. Wenn Sie nicht verstehen wollen, worauf ich gerade hinaus will, dann werde ich fuchsteufelswild, mache hier die Fliege, denn ich will ihn als frech Dachs ja gar keinen Bären aufbinden oder mich benehmen wie der Elefant im Porzellanladen. Aber dieses sprachliche Problem hier einmal ansprechen zu können, fühlt sich Butter bei die Fische. Wirklich an, als könnten wir in Zukunft Pferde, die ich übrigens schon kotzen gesehen habe, zusammen stehlen. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Das wollte ich noch sagen, mit Tieren ist es ja so ein bisschen wie mit Afrikanern. Und nee, sorry, das klingt ein bisschen wie ein Slogan von der AfD. Was ich sagen wollte ist, unser Verhältnis zu dem, was auf unserem Teller liegt und dem, was an unseren EU-Außengrenzen herumschwimmt, ist eigentlich identisch. Ne?
Immer wenn wir die Wahrheit sehen, finden es alle grausam, eklig, fordern Maßnahmen. Deshalb kümmern sich ja auch nette Leute für uns darum, dass wir das gar nicht erst mit ansehen müssen. Ne? Die Flüchtlinge kommen in Auffanglager und die Schnitzel werden eingeschweißt. Alles schön sauber weggepackt. Und wenn wir doch mal sehen, wie menschenunwürdig Flüchtlinge behandelt werden, dann handeln auch wir. Dann gehen wir dazu über, sie gleich auf hoher See zurück in neutrales Gewässer zu schieben. Denn, Entschuldigung, bei denen zu Hause ist teilweise Krieg und wir sind Friedensnobelpreisträger. Das passt ja ohnehin nicht schön zusammen. Natürlich kann man immer rummeckern und sagen, denke ich an Deutschland in der Nacht, bin ich um den Schlaf gebracht. Aber das kann man auch heute Abend mal positiv formulieren. Kann man sagen, Deutschland, komm, tagsüber geht's. Dann ist auch ein bisschen eine andere Atmosphäre im Saal. Jemand, der sich bereits vor langer Zeit mit dem moralischen Problem Europas beschäftigt hat, ist Immanuel Kant. Gut, der Immanuel, das wissen Sie auch, ist in den letzten 2-3 Jahren so ein bisschen aus der Bestsellerliste verschwunden. Sachen wie das neue Buch von Richard David Precht, Was kann ich und wenn ja, warum weiß ich davon nichts? Ne? Die sind so ein bisschen zugänglicher. Ich finde, gerade in Köln, vielleicht auch in Pochz, vielleicht auch in Wahn, wäre wirklich hilfreich die Höhner. Die Höhner müssten mal ein komplettes Karnevalsalbum nur mit Texten von Immanuel Kant rausbringen. Radadadadam, handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit sogleich als Prinzip radadadadam einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne. Radadadadam, wir werden Handlungen nicht darum für verbindlich halten, weil es Gottes Gebote sind, radadadadam, sondern sie darum als göttliche Gebote ansehen, weil wir dazu innerlich verbindlich sind, radadadadam. Ich danke Ihnen. Wo glaubst du, die Tage, da habe ich an einem ganz besonderen Seminar teilgenommen. Ja, in einem ganz erlesenen Kreis von Leuten. Und zwar bin ich da über unseren Gemeindepfarrer hingekommen, den Hermann Teufel. Ja, ohne Scheiß. Der ist wirklich so, ne? Ja, da stimmt der Spruch mal. Mit dem Teufel den Bezelbub austreiben, ne? Ja, auf jeden Fall hatte der Hermann mich, wir duzen uns aus religiösen Gründen, hatte der mich mitgenommen zu einer Whiskyprobe. Ja, der Fachmann sagt wohl Tasting, weil die da ja immer am Testen sind. Ne? Ich sagte im Vorfeld, Hermann, wenn du Lust hast, dich einfach mal aus dem Leben zu schießen, ne? Dann können wir auch hier bei uns im Ritterkruch gehen und uns einen verlöten. Ne? Wir haben da auch Whisky. Rackerrauchzart, Fat 69. Da sagte er, Fat, das soll Whisky sein. Da kommen wir mit zu unserer Whiskyrunde. Ja, direkt morgen wäre ein Abend für Einsteiger. Ja, dann bin ich am Tag drauf dahin gegangen. Oh, hör mal, so eine ganz noble Gesellschaft, in die ich da reingeraten war. Ne? Alles so Akademiker. Ja, manche sogar mit Titel. Ne? Punkt 20 Uhr ging es los. Und als erstes kam einer mit dem Rock rein. Ich sage, Hermann, das geht ja gut los. Schnaps und Transvestiten. Ne? Das ist genau meine Baustelle. Ja, dann stellte sich die Transe aber als Seminarleiter raus und sagte, guten Evening, my name is James McLochloch. Ja, und er wird uns jetzt in die Geheimnisse von der schottischen Whisky-Kultur einführen. Ich sage, James, mach das, aber lass vorher schon mal die Luft aus den Gläsern, ne? Ja, dann stellt ihr auch die erste Pulle um den Tisch und goss ein. Aber hör mal, jedem nur so ein paar Tropfen, weißt du? Ich denke, typisch Schotte, ne? Und dann sagte er, wir sollten erst mal versuchen, den Whisky unter die Zunge zu nehmen. Ich sag, ja, James, das hättest du mal früher sagen sollen, ne? Ich hab den schon versenkt, ne? Ich sag, schütt noch mal nach, aber nicht wieder so knapp, du Knickersack, ne? Ja, beim zweiten Mal ist es mir dann gelungen, ihm unter die Zunge zu kriegen. Nicht schlecht, aber was anderes, ne? Ja, da meinte der James, ob wir denn das Alter schätzen könnten. Ich sag, du bist doch bestimmt schon Mitte 50, ne? Ja, ich fand den gut, ne? Aber ich glaube als Einziger, ne? Dann sagte er, der Whisky wäre 15 Jahre alt und er wird uns jetzt mal einen geben, der hätte 20 am Buckel. Und ich muss sagen, der schmeckte auch nicht schlechter als der, der davor war, obwohl der ja älter war. Als nächstes kam er dann mit einem angeblich ganz edlen Tropfen um die Ecke, 25 Jahre alt. Und ob wir denn den intensiven, torfigen Charakter wahrnehmen würden?
Ich sag, James, gut, dass du das sagst, dass das vom Whisky kommt. Ich hätte schon gedacht, die hätte einer Parodontose, nicht? Allgemeine. Ja, allgemeine Heiterkeit hatte ich erwartet, ne? Aber nix. Ich denke, oh, der Böller war den Herrschaften noch nicht gut genug. Und da fühlte ich mich natürlich in mein Ehrgeiz angestachelt. Ich sag, pass auf, ihr Torfnasen. Wer kann den nachsagen? Der Whisky-Mixer mixt den Whisky. Quatsch, den Wixi. Nein, den Whisky. So. Den Whisky mixt der Whisky-Wixer, Mixer. Ja, gar nicht so einfach, ne? Besonders, wenn man schon einen in der Hacken hat. Ja, ich hatte ihm kaum aufgesagt, da tritt mich einer unterm Tisch. Ich sag, wer von euch Alkoholiker hat mich hier gerade getreten, ne? Ja, wer meldet sich keiner? Ich sag, jetzt passt mal auf, ihr Mixer, ihr Wixer, ne? Und da hab ich zurückgetreten, aber volle Suppe. Ja, hör mal, da war direkt Halligalli in die Tastingrunde, ne? Da hätten sie die feinen Herrschaften aber mal sehen sollen. Doch. Die haben sich gekloppt wie die Kesselflicker. Ja, der Hermann und ich, wir haben uns frühzeitig da rausgezogen und uns für das weitere Tasting noch so einen ganz alten Schottentropfen beiseite geschafft. Und den haben wir dann beim Hermann in der Kirche unschädlich gemacht. Und dabei haben wir die ganze Zeit versucht, den Zungenbrecher aufzusagen mit dem Mixi-Wixer, den Whisky-Wixer, Mixer. Ne, mein Gott. Und ich glaube, so morgens gegen 3:30, da hat der Hermann das mal einmal wie durch ein Wunder hingekriegt. Ne? Ja, meine ich jedenfalls. Kann aber auch sein, dass ich zu besoffen war. Ne, ja. Oh. Liebe Ewig, liebe Heimathirsche, war einer von Ihnen neulich bei der großen Veranstaltung hier in Köln, wo der Erdogan gesprochen hat? Keiner? Ja, ich aber. Ja, und zwar aus Versehen. Ein Freund sagte mir, Mensch, in der Köln-Arena findet was statt. Tausende singen und johlen und hören dämliche Botschaften von so einem merkwürdigen Typ mit Schnäuzer. Ich dachte, super, da spielen die Höhner. Und dann war das dieser Typ aus der Türkei. Ne? Ja, da fragt man sich doch, ne, soll man das nicht verbieten, dass hier in Köln ein schmieriger Politiker, ein korrupter Politiker, ne, hier öffentlich sprechen darf. Ne? Ja, habe ich mir auch gedacht, müsste man verbieten. Aber das hieße lebenslanges Redeverbot für den halben Kölner Stadtrat. Ne? So kommen wir doch nicht weiter. Und dann, kommt dieser Erdogan hier zu uns nach Köln und macht hier Wahlkampf für sich, weil hier so viele Türken wohnen. Der biedert sich bei denen an. Das ist doch peinlich. Wollen Sie, dass Angela Merkel nach Mallorca geht? Nur weil da so viele Deutsche sind, ein Ballermann, ne? Und macht da Wahlkampf, ne? Als Angie Krause. Ne, mit dem Sangria-Eimer in der Hand und singt dann diese Ballermann-Hits als Wahlkampf da. Ne? Über 20 Wähler, nie im Leben FDPler. Nein, 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 da so kommen wir nicht weiter. Meine Damen und Herren, und wir fragen uns doch hier alle, wer ist eigentlich dieser Erdogan? Und dafür haben wir einen Gast, die Frau an seiner Seite. Heute Abend hier Frau Erdogan. Herzlich willkommen. Ah. Frau Erdogan, wir haben aber was Leckeres zu essen hier. Den türkischen Halbmond aus Mett. Ja, ist Schwein. Der Teufel steckt im Detail. Nee, aber ich muss sagen, Frau Erdogan, Sie sehen gut aus. Wenn mein Mann noch lange die Türkei regiert, schauen bald alle Frauen bei uns aus. Ich habe extra ein bisschen die Augen freigelassen, weil manchmal will man als Frau auch Ausschnitt zeigen. Ja, Frau Erdogan, über Ihren Mann wird ja viel Negatives berichtet in der Presse. Die Kritiker sagen, er sei ein dämlicher und primitiver und eitler Diktator. Das ist gelogen. Eitel ist er nicht. Aber warum kommt er denn nach Köln und macht hier Wahlkampf? Warum geht er denn nicht in türkische Städte? War er doch. Er war auch schon in Duisburg.
Aber, Herr Erdogan, Ihr Mann hat ja auch in der Türkei viele Gegner. Kritiker sagen, er will das Internet verbieten. Ihr Mann ist gegen Meinungsfreiheit und moderne Techniken. Er liebt moderne Techniken. Er hat sogar sich extra gekauft. Damit Knopf im Ohr spricht er immer rein. Aber das ist kein iPhone, ist kein iPad. Ja, was denn? Das ist eine türkische Entwicklung. Was denn? Iran. Aber ihr vertritt doch unglaubliche Thesen. Ne? Er sagt zum Beispiel, Frauen sollen keinen Kaiserschnitt machen lassen, nicht wahr? Dann können sie keine Kinder mehr kriegen. Frauen sollen streng nach der Scharia leben. Warum haben Sie den Typ überhaupt geheiratet? Er war einfach ein toller Mann. Das war schon bei der Hochzeit so. Am Abend der Hochzeit, das war so toll, weiß ich bis heute noch, durfte ich, bis Mitternacht war ich auf. Na, das ist ja noch nicht lang. Wenn man 12 Jahre alt ist, schon. Aber sagen Sie mal, Frau Erdogan, haben Sie sich den als Mann auch richtig ausgesucht? Ich wollte eigentlich einen anderen Mann heiraten. Ja, auf traditionelle Weise. Der Mann heiratet mich und mein Vater bekommt dafür einen Maulesel. Aber dann ist bei der Trauung leider was schiefgelaufen. Was? Mein Vater hat den Mann bekommen und ich habe aus Versehen den Esel geheiratet. Aber das macht nichts. Er war immer nett zu mir. Er war immer nett zu mir. Gleich nach der Hochzeit hat er gesagt, wir machen Hochzeitsreise auf Campingplatz. Ich kaufe dir vorher noch ein heißes Kleid und für uns zwei ein Zwei-Mann-Zelt. Und haben Sie das schöne Kleid bekommen? Das Kleid war das Zwei-Mann-Zelt. Aber sagen Sie mal, Frau Erdogan, stört es Sie denn nicht, dass Sie immer so verschleiert rumlaufen müssen? Nein, überhaupt nicht. Und abends, wenn ich nach Hause komme für mein Erdi, dann lasse ich den Schleier auch mal fallen. Und dann bin ich so, wie ich bin. Och, und wie ist das? Das zeige ich nur mein Erdi. Oh, zieh dich doch mal aus. Komm, mach's doch für uns auch mal. Komm, lass dich doch nicht lumpen hier. Komm mal her. Das hab ich schon mal. Ich mach das. Ich mach das nur für Sie und für ihn. Ah! Hallo, Erdi. Die Frau hat meine Seite. Das ist ein Conchita Köfte. Ich komm gleich. Vielen Dank! Aufhören! Aufhören! Schluss aus! Vorbei! Hören Sie auf, Herr Becker! Ich falle sonst tot um auf der Stelle vor Lachen! Was für eine grandiose Pointe! Die Frau von Erdogan trägt Chador, sieht aus wie Conchita Wurst. Wahrscheinlich ist sie ja noch am ganzen Körper tätowiert mit satanischen Versen. Ausziehen, ausziehen! Ja, da haut sich der aufgeklärte Abendländer vor Vergnügen auf die Schenkel und der gläubige Moslem beißt vor Wut in den Gebetsteppich. Wie heißt es in diesem alten deutschen Volkslied? Sei doch kein Muselmann, der da nicht lachen kann. Aber wenn man genau hinguckt, dann sieht man, dass auch das Lachen des scheinbar so fidelen Abendländers irgendwie verkrampft ist. Es bleibt ihm quasi auf halbem Weg im Halse stecken vor Angst. Eine pünktlich zum Pfingstfest erschienene Studie der Universität Leipzig besagt nämlich, dass 43% aller Deutschen sich angesichts der hier lebenden Muslime wie Fremde im eigenen Land fühlen. Deshalb würden 36% aller Befragten den Angehörigen dieses Glaubens die Zuwanderung nach Deutschland rigoros untersagen. Glaubensbekenntniszwang an allen Grenzübergängen. Wer da den Grenzschützern nicht auf der Stelle drei Vater unser, zwei Ave Maria vorbetet, sondern irgendwelche Koranverse murmelt, der kann gleich umdrehen, sich mit seiner ganzen fundamentalistischen Sippschaft aufmachen in eines der Länder, in denen der muslimische Pfeffer wächst. Zuerst war ich ein bisschen erschrocken, als ich dieses Ergebnis der Leipziger Studie gelesen habe. Aber wie in Leipzig so üblich, stand da auch noch allerlei, das mich dann doch beruhigt hat. So ist der Anteil der Deutschen mit einem rechtsextremen Weltbild in den letzten 12 Jahren gesunken von 9,7 auf 5,6%. Das heißt, die Menge der Leute, die Ariel 88 kaufen würden, weil sie glauben, der Geist des Führers höchstpersönlich würde dann ihre Unterwäsche weichspülen, ist deutlich geschrumpft. Und sie wäre noch kleiner,
Wenn der überwiegende Teil der Restrechtsextremen nicht so butterdoof wäre, dass er solche Studien wie die Leipziger gar nicht liest, geschweige denn versteht, sonst wüssten diese unbelehrbaren Penner nämlich, dass Rassismus und Xenophobie in Deutschland total out sind. Stattdessen gibt es jetzt die, ich zitiere, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Zum Beispiel gegen Sinti und Roma. 55,4% der deutschen Stammesangehörigen hätten echte Probleme, wenn sich Angehörige dieser bedauernswerten Volksgruppen in ihrer unmittelbaren Nähe sich aufhalten würden. Weshalb immerhin 47% sich dafür aussprechen, dieses Volk aus den Innenstädten zu verbannen. Das ist doch mal eine Idee, auf die würde selbst der radikalste Rechtsradikale nur kommen, wenn er eine halbe Kiste Bier und zwei Flaschen Doppelkorn im Schädel hat. Bannmeilen um alle Innenstädte. Hier beginnt die zigeunerfreie Zone. Zur Wiederhandlung werden bestraft mit sofortiger Abschiebung. Apropos, auch da hat der gruppenbezogene Menschenfeind ganz klare Vorstellung. 76% sind gegen Asylbewerber und fordern rigorose Abschiebeverfahren, weil die kommen doch alle nur zu uns, um zu schmarotzen, sozial zu betrügen und wie die Sinti und Roma in den Innenstädten ihre langen Finger zu machen. Und das sagen ausgerechnet die Deutschen, denen beim Ladendiebstahl, beim Steuerbetrug und bei der Schwarzarbeit so schnell keiner was vormacht. Wissen Sie, es ist noch gar nicht so lange her. Da ist an Pfingsten der Heilige Geist vom Himmel gekommen und hat die Menschen erleuchtet. Heute scheint es so, dass der Himmel seine Kloaken öffnet und die Hirne der Menschen mit heiliger Scheiße abfüllt. Wie sonst? Wie sonst? Wie sonst? Wie sonst kann es sein, dass die Angehörigen eines Volkes, denen der Wohlstand aus allen Nähten platzt, die ihr täglich Brot in den Abfalltonnen verschimmeln lassen, die mit ihrem maßlosen Konsum dafür sorgen, dass anderswo Lohnsklaverei und Kinderarbeit zur Normalität gehören, wie hierzulande die Hartleibigkeit. Wie kann es sein, dass diese absoluten Hauptgewinner der Globalisierung nicht bereit sind, nur einen Bruchteil von dem, was sie sonst auf den Müll schmeißen, mit denen zu teilen, die beim globalen Glücksspiel die Nieten gezogen haben? Aber auch da gibt die Studie eine Antwort. Sie nennen es Ideologie der Ungleichwertigkeit. Das heißt, all jene, die beim deutschen Durchschnittsotto die Fantasie auslösen, sie seien grundlegend anders oder hätten ein gutes Leben ohne Arbeit, die ziehen die Wut auf sich. Wie die Asylbewerber, die arbeiten wollen, aber nicht dürfen. Und von denen 2013 überhaupt nur 13,5% anerkannt wurden. Herr im Himmel, erbarme dich. Aber es geht auch anders. Zum Beispiel hier in Köln. Da findet am Montag zum Gedenken an den Bombenanschlag der Zwickauer Neonazi-Terrorgruppe NSU vor 10 Jahren eine große Veranstaltung statt unter dem Titel Birlikte. Das ist türkisch. Das ist türkisch und heißt zusammenstehen. Aus Solidarität mit den Anschlagopfern und im Kampf gegen Ausgrenzung und Diskriminierung. Für das Recht jedes Einzelnen auf ein selbstbestimmtes Leben. Auch für die Menschen, die als Flüchtlinge Zuflucht bei uns suchen. Oder wie es Emilia Şimşek, die Tochter des 2000 von NSU ermordeten Enver Şimşek, formulierte: Wir alle gemeinsam, zusammen, nur das kann die Lösung sein. In genau diesem Sinne, Salnikif Man. Das ist syrisch und heißt so viel wie Birlikte. Wir sehen uns. Das, meine Damen und Herren, war die Mitternachtsspitze aus dem Elzhof in Köln-Porz. Zusammen stehen hier Helmut Schleich. Der Bart steht dir gut. Erwin Felzig alias Frank Markus Barwasser. Martin Zinsheim. Herbert Knebel und Wilfried Schmickler. Die nächste Sendung ist im Wartesaal am Dom. Und zwar am 30. August 2014. Da Sie Knoten in der Fernbedienung, denken Sie immer daran, nichts ist so schlecht, wenn ihr auch so irgendein Idiot ist. Tschüss zusammen.